Hallihallo meine lieben Strategie- und Let's Play-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal, nämlich Let's Fight Ultimate General Gettysburg, das Let's Play, das ihr von mir schon im Singleplayer gesehen habt, einmal aus Südstaatensicht, einmal aus Nordstaatensicht. Und ich bin nicht alleine, ich habe mir tatkräftige Unterstützung für dieses Projekt zur Seite geholt, nämlich den Lavan von Lavan Entertainment, meinen geschätzten Freund und Kollegen, ich grüße dich. Hallo, hallo auch an euch. Und ich spiele heute die Nordstaaten und will verhindern, dass die Südstaaten sich unabhängig machen. Und ja, man sieht schon, ich habe das Spiel noch nicht ganz so lange wie der Flavius, aber ich habe ein bisschen trainiert und ich hoffe, dass ich mich nicht allzu schlecht schlage. Ich würde sagen, wir legen los, ne? Na, gleich. Ich muss noch dazu sagen, der gute Lavan ist durch mich auf dieses Spiel gekommen. Und kurz zu unserer Vorgehensweise, es gibt hier 18 Szenarien. Das letzte Szenario ist, die ganze Schlacht am Stück durchzuspielen. Wir werden euch auf unseren Kanälen ein Part pro Woche präsentieren, jeweils ein Szenario. Und der Jan, beziehungsweise der Lavan und ich, wir werden heute Abend noch eine sehr lange Aufnahmesession haben. Wir werden uns eifrig für euch ins Zeug legen, dass ihr auch jede Woche ein Part zu sehen bekommt hiervon. In diesem Let's Fight Ultimate General Gettysburg. Wie gesagt, wenn ihr den Singleplayer sehen wollt, könnt ihr euch ganz einfach die Playlist auf meinem Kanal ansehen. Und nur zur Info, die Nordstaatensicht gibt es auf dem Kanal von Lavan. Der heißt Lavan Entertainment. Der wird in der Videobeschreibung auch noch verlinkt werden zu sehen. Und die Südstaatensicht immer auf meiner Seite. Und ich würde sagen, wir legen ganz einfach los. Wir werden nicht so viel historisch reden, vielleicht so ein bisschen rundherum. Aber wenn ihr euch wirklich die historischen Erläuterungen von mir dazu anhören wollt, dann schaut besser mein Singleplayer-Let's Play. Das hier ist einfach die Auseinandersetzung zweier taktisch kluger Köpfe, die sich hier gemeinsam oder gegeneinander gut behaupten wollen. Ich würde sagen, wir fangen an, ne? Wir fangen an, genau. Wir können schon mal loslegen. Und wie gesagt, natürlich findet ihr auch den Link zu Flavius Kanal unter meinem Video. Und wie gesagt, ich kann die Singleplayer-Kampagne von ihm auch nur empfehlen, mit ein paar historischen Infos. Aber wir versuchen uns erstmal jetzt zu behaupten. Und man sieht schon, ich habe ein bisschen weniger Truppen. Korrekt. Ich muss also klug vorgehen in dieser Schlacht. Es geht also jetzt im Prinzip darum, dass der Jan versuchen muss, sein Gelände irgendwie zu halten, bis seine Infanterieverstärkung kommt. Denn historisch hatte die Union am ersten Tag von Gettysburg, und wir spielen gerade die Ankunft der beiden Armeen in Gettysburg, nicht so viele Truppen auf dem Feld. Und musste versuchen, die Konföderierten von diesen Punkten hier, die sieht er hier hinten im Hinterland, die sind als Siegpunkte gekennzeichnet, die müssen wir einnehmen, fernzuhalten. Ja? Mhm. Das hat nicht so geklappt am ersten Tag. Eigentlich haben die sich weiter zurückgezogen, aber sie haben die Höhenlagen im Süden beherrscht, was ihnen dann letztendlich den Sieg eingetragen hat. Aber nur so viel dazu. Man sieht, der Jan, der hat hier viel abgesessene Kavallerie vom Beaufort. Das sind allesamt Plänkler, Scharfschützen. Mhm. Ich habe nur eine Einheit Scharfschützen. Und ich habe am Anfang auf jeden Fall mal die Artillerieüberlegenheit. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, die Artillerie werde ich gleich ordentlich unter Geschütz gehen. In dem Spiel, für alle, die das Spiel jetzt nicht kennen, ist es ist eigentlich, wie gesagt, so ein typisches Echtzeit-Strategiespiel. Es geht darum, möglichst taktisch seine Armeen zu formieren. Und man sieht halt auch hier, die Umgebung ist auch wichtig. Zum Beispiel, wenn ich mich im Wald positioniere, werde ich schwerer getroffen. Wenn ich in der Stadt stehe, ist es natürlich schwerer, mich zu treffen. Wenn man auf offenem Feld... Du wirst ja nicht schwerer getroffen. Du wirst ja auf offenem Gelände schwer getroffen. Du hast ja zum Beispiel die Cover. Das meinst du wohl. Ja, die Cover. Im Wald wirst du... Du wirst im Wald nicht so leicht getroffen wie auf dem offenen Feld. Das wollte ich damit sagen. Du wirst im Wald schwerer getroffen. Deshalb. Ja, ich glaube, die Zuschauer wissen, was ich meine, auch wenn ich wieder Quatsch. Auch wenn ich wieder Quatsch erzähle, aber die Zuschauer von meinem Kanal kennen das. Ah ja, okay, nee. Das ist immer so der. Und die Einheiten haben natürlich auch Moralwert, ne? Das kannst du vielleicht mal gerade erklären. Moralwert. Man sieht hier oben, ich kann mal auf eine Einheit aufdrücken, dann können wir das ganz kurz mal erklären. Moral, Kondition. Cover ist Deckung und Reload, also Kondition ist klar, was ist, Moral ist auch klar und Reload wie, die müssen halt nachladen, ne? Ist ja, halt, die sind halt noch nicht so ganz so modern, sind keine Maschinengewehre, die sie hier im Kampf haben, ist halt richtig. 1863, nicht Zweiter Weltkrieg. Das ist eher so, vor allem der amerikanische Bürgerkrieg, der zeichnet sich ja zum Beispiel zum Deutsch-Französischen Krieg, der ja eigentlich dann 7 Jahre oder 8 Jahre später stattgefunden hat, noch dadurch aus, dass das wirklich noch klassische napoleonische Kriegsführung war, dass hier halt eben die Armeen in Reihen aufeinander zugerannt sind und aufeinander gefeuert haben, größtenteils. Mhm. Das ist so. So. Und ich sehe, er nimmt, ich sehe, er nimmt,
Er nimmt den Punkt im Norden, das war aber auch völlig klar. Ich kann momentan keine Feindtruppen sehen, ich sehe nur feindliche Artilleriegeschosse fliegen. Er hat sich also auf die Ridges zurückgezogen, hier unten einmal Seminary Ridge, einmal auf Oak Ridge und sieht, dass ich jetzt auf Oak Hill marschiere, den er bereitwillig aufgibt, weil er seine ganzen Truppen im Zentrum konzentrieren will. Wir haben das schon einmal aufgenommen, da hatten wir allerdings keine gute Sounddatei gehabt. Genau, und... Und deshalb weiß da Jan vielleicht jetzt ungefähr, was ich auch noch vorhabe. Mhm. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ein bisschen haben wir jetzt so die Taktik vom letzten Mal schon drin. Ich habe das letzte Mal ähnlich gemacht, kann man dazu sagen. Aber ich werde natürlich den Teufel tun, das genauso machen wie letztes Mal. Denn letztes Mal war es nicht ganz so erfolgreich für mich, kann man sagen. Ja, aber man wird mal sehen, ob du dich dieses Mal besser schlägst. Mhm. Und überhaupt... Ich bin sehr glücklich, dass wir das hier mal spielen können im Multiplayer. Vor allem, der Jan ist durch mich halt eben auf das Spiel gekommen und wir haben halt eben jetzt wir sind gute Mitstreiter sozusagen in vielen Bereichen. Wir sind auch Partner, also wir gehören zum Milestones of Gaming Team, ne? zu meinem Zweitkanal, also zum Rollenspielkanal. Da performt der Jan für euch Gothic 3, könnt ihr euch gerne ansehen, super Let's Play. Mit einem schönen epischen Let's Fail zu beginnen, das sehr, sehr lustig ist. Ja. Und schaut einfach mal rein. Und auch auf Lavan Entertainment vorbei. Genau. Lavan macht auch Strategiespiele, aber nicht nur. Er hat es vor allem auch auf Simulationen abgesehen und macht auch andere Sachen wie The Forest und hat da ganz eigene Formate und das macht er eigentlich sehr gut. Das finde ich ganz toll. So schaut da unbedingt mal rein. Hm. Ja, wie gesagt, bei Flavius auch mal vorbeikommt, das ist halt sein Hauptkanal, ist halt ein typischer Strategiespielkanal, wer so auf Strategiespiele steht, aller Art, auch mal interessante, die so ein bisschen älter sind oder so, oder auch mal so, die jetzt nicht jeder Let's Player so unbedingt spielt, ne, sind oftmals auch Formate, also, die jetzt... Ja, ich bin jetzt nicht der klassische Total War-Kanal oder der Mount & Blade-Kanal oder der Kanal, der sich nur auf eine Sache spezialisiert hat. Bei mir gibt's halt eben Random-Strategie, von Echtzeit bis Aufbau bis hin zu rundenbasierenden Strategie gibt's bei mir halt eben alles. Bei mir wird fast alles abgedeckt, was der Strategiemarkt so hergibt, ganz genau. Hm. Und, ja, ne? Aber ich sehe schon, da hat sich der... Oh, da hat er wirklich dazugelernt. Jetzt kommt dieser Scheiß... Jetzt kommt diese Brigade von Cutler. Jetzt schickt er sie ran, möglichst schnell. Und ich muss jetzt aufpassen. Ich muss jetzt wirklich aufpassen wie die Hölle. Weil meine Verstärkung kommen erst später. Er hat sich so gut zurückgezogen, dass natürlich von meinen Truppen, die hier übers offene Feld marschieren müssen, schon viele getroffen wurden. Von seiner Artillerie. Ja, und jetzt müsstet ihr euch ja einmal drehen hier. Ja, ihr müsst noch weiter drauf marschieren, das ist schon richtig. Weil so langsam rückt nämlich die im Norden, die eine mir zu nah, ziemlich nah. Die sehen mir fast nach Nahkampf aus. Werden wir aber sehen, was er vorhat. So, er versucht einen Flankenkavallerieangriff hier mit seinen leichten Kavallerieeinheiten. Dem werde ich zu begegnen wissen. Der kriegt nämlich jetzt erstmal Kartätschenfeuer von meiner Artillerie rein. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht nur ein bisschen länger nicht bemerkst, aber hat nicht so ganz funktioniert. Man sieht hier schon die Pferdchen, die sieht man hier liegen, die Pferdekadaver. Genau, das war ein kurzer Angriff. Diese Pferdeeinheiten sind halt schnelle, sind aber nicht besonders stark, wenn sie unter Beschuss stehen. Aber falls man einen heimlichen Angriff von hinten probiert, sozusagen, dann geht das immer ganz gut. So, wir sehen hier, Cutler kommt langsam in Nahkampf fast. Das sieht mir fast so aus, weil hier die Einheiten sich ganz schön auf die Pelle rücken. Ja, aber man sieht hier zum Beispiel, um diesen Moralwert zu erklären, also hier oben haben wir Moral hier bei Davis Brigade, die ist jetzt bei 83, die Kondition bei 86, Deckung haben wir 56 und hier sieht man halt eben die Nachladezeit, nur um das mal wieder kurz zu erklären. Und ja, aber sie halten sich, ne? Sie halten sich wirklich gut. Hier unten im Süden habe ich Archer rangebracht, der jetzt natürlich Flankenfeuer von der Iron Brigade kriegt. Das kann ich natürlich nie und nimmer hinnehmen. Deshalb muss ich Archer, auch wenn es mir schwer fällt, ich muss ihn zurückziehen. Genau, das war auch so geplant. Um weitere Verluste zu vermeiden und um meine Artillerieflanke dann zu entblößen. Das könnte nämlich böse ins Auge gehen. Wir sehen hier im Norden, werde ich auch von zwei Flanken mehr oder weniger angegriffen. Aber jetzt so langsam wird seine Verstärkung vermutlich gleich mal ankommen. Vermute ich, dass sie gleich mit hinten langsamer anmarschiert. Deswegen zu offensiv wäre jetzt auch nicht zu schlau. Aber ich habe letztes Mal in der Schlacht eine Erkenntnis rausgezogen. Ich habe meine Einheiten zu lang stehen lassen, einfach nur sinnlos. Und dann irgendwann...
Ich muss jetzt, wie gesagt, auch versuchen, ja. Man sieht ja hier, er hält mit Cutler. Oak Ridge wird hier verbissen verteidigt. Das macht er wirklich gut. Und ich muss halt eben versuchen, Boden zu gewinnen. Möglichst schnell Boden zu gewinnen. Und die Deckung der Bäume auf diesem felsigen Hügel auszunutzen. Und hier oben, da sehen wir schon, da kommen wieder seine leichte Kavallerie kommt hier wieder. Und ich glaube, gell, du willst meine Scharfschützen flanken. Du willst meine Scharfschützen flanken. Ich sehe das ganz deutlich hier. So. Und Gott sei Dank ist das, was er gesagt hat, jetzt eingetreten. Wir haben Verstärkung bekommen, das seht ihr ja. Zwei Brigaden, immerhin. Genau. Deswegen, das wäre, man weiß ungefähr, wenn man öfter, ich habe ja diese Schlacht schon 3-4 Mal gespielt, dann weiß man ungefähr, wann die Verstärkungen kommen von den anderen Seiten. Und wenn ich jetzt offensiv drauf marschiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich genau in seine Verstärkung reingerannt. Und das wäre nicht, glaube ich, nicht so sinnvoll gewesen. Aber man sieht, der obere Kommandopunkt hier von Oak Hill ist das, glaube ich, ne? Ich sehe, die stehen da gerade drüber. Der wird langsam, der nördliche Flanke bricht langsam bei mir ein und das wird gefährlich. Also der Punkt darf eigentlich so schnell nicht fallen, aber er tut es langsam. Das sieht man ganz deutlich hier, aber er hält mich im Süden. Ich kann im Süden nicht weiter vorstoßen. Er hält mich mit seiner Iron Brigade, was übrigens auch die beste Brigade auf dem Schlachtfeld hier ist. Da hält er mich wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut hält er mich hier im Schacht. Vor allem belegt er mich dann noch mit Langstreckenartilleriefeuer, gegen das ich im Moment eigentlich so gut wie gar nichts ausrichten kann. So. Aber wir haben noch Zeit. Wenn wir schnell handeln. Es kommen auch noch Verstärkungen für beide Seiten. Und so langsam muss ich auch mit rechnen, dass gleich mal seine Verstärkung mit hier in die Schlacht eintreten. Ich versuche halt eben momentan etwas schonend vorzugehen, um die Moral der Einheit noch etwas zu schonen. Aber es geht nicht anders. Also wir müssen rennen, wenn wir hier noch Gelände gewinnen wollen. Denn hier unten im Süden, und das ist der entscheidende Riegel hier im Süden, vom mittleren Hügel bis zum südlichen Hügel hält er mich bis jetzt ganz gut in Schacht und der mittlere Hügel ist auch noch nicht gefallen. Das kann man hier ganz schön sehen. Cutler steht noch immer da. Ja, der wird auch wenn er permanent unter Musketenfeuer genommen wird. Er steht. Das ist die Hauptsache. Ich denke, diesmal werden wir vielleicht ja, ein ausgewogenes Verlustverhältnis haben von der Statistik her. Anders als beim letzten Mal. Da war es doch relativ eindeutig zum Schluss. Da fiel nämlich auf einmal die Südflanke oder Südseite, sage ich mal, und dann lief alles von mir. Dann stand kein Einheit mehr, sondern flohen einfach alle weg. Und dann wird es natürlich kompliziert. So, jetzt versuche ich natürlich die Verstärkung. Die muss ich ranbringen, die muss ich schnellstmöglich ranbringen. Und da ist Broken Prof, der ist endlich eingetroffen. Und im Süden Petty Crew. Eine 2581 Mann starke Brigade. Und jetzt zieht seine Iron Brigade schon weise auf den Hügelkamm hier zurück. Weil er genau weiß, jetzt kommt der Ansturm. Oder gleich zumindest. Aber wenn ich hier was gewinnen will, muss ich einen Ansturm wagen. Ich kann nicht warten, bis alle auf dem Feld sind. Ich muss mit den Mädels tanzen, die da sind. Auch wenn das nicht die schönsten sind. Aber ist meistens so, gell? Mhm. Nachts sind alle Katzen grau. Deine Sprüche sind gut, muss er ja sagen. Also. Ist das so? Hat mein Großvater immer gesagt. Alte Familienweisheit. Man kann davon halten, was man will. Ach. Jetzt kommen wieder die Aufschreie. Sexist! Naja gut, ein bisschen Sexismus muss ein Alltagssexismus doch an der Tagesordnung. Wobei wir Männer heute öfter Opfer von Sexismus werden als Frauen. Da muss man mittlerweile mal... Teilweise ist es so. Darf man ja mal doch mal sagen. Ja, ist es so. Es ist immer auch so ein bisschen... Ich sag zum Beispiel, jetzt finde ich mal ein ganz schwieriges Thema, wo ich mich unbeliebt mache. Thema Frauenquote. Wenn es eine Frauenquote gibt, soll es gefälligst auch eine Männerquote geben. Ich weiß, dass sie immer eingehalten wird, aber es wäre... von der Gleichberechtigung richtig. Also ich finde persönlich, ich ganz ehrlich, meiner Meinung nach, also ich halte von Quotenregelungen halte ich gar nichts. Eigentlich nicht. Weil ich finde, jeder sollte nach seiner persönlichen Befähigung und Eignung beurteilt werden und nicht nach seinem Geschlecht. Ja? Das Problem ist allerdings, dass das im Moment nicht passiert. Dass das so wäre, ist ja richtig, aber das Problem ist, dass viele Männer
ältere Männer vor allen Dingen noch in diesen alten Denken sind, von wegen Frauen an den Herd. Auch wenn sie es nicht zugeben, ja, ist oftmals auch so. Bei Schwerbehinderten finde ich das vollkommen in Ordnung, ja? Das ist sogar angebracht. Weil die haben keine Chance, so gesehen, im Vergleich, das mit anderen Leuten jetzt vergleicht. Mhm. Aber bei Männern und Frauen finde ich schon, also jeder nach seiner Befähigung und Eignung, ohne jetzt da irgendwie sexistisch sein zu wollen oder frauenfeindlich. Nur das ist halt eben das, was nicht passiert. Es wird, in vielen Firmen werden nach wie vor Männer bevorzugt, in der freien Wirtschaft, ist einfach so. Das ist ein Erbe des alten, ja, des alten Deutschlands, des alten Preußens, kann man eigentlich noch sagen, diese Einstellung hierzulande. Und zum Beispiel in anderen Staaten wie England oder in Amerika wird da viel liberaler mit umgegangen. Aber die haben auch eine andere Kultur, muss man ganz einfach sagen. Mhm. Ja. Aber ich sehe hier, den Hügel habe ich genommen. Das ist mir gelungen. Du hast dich auf weiser Weise zurückgezogen. Natürlich in der Erwartung, dass hier bald was passiert. Und hier wird was passieren. Pettigrew ist auf dem Vormarsch. Und, oh je, also da unten kann ich unmöglich so durchbrechen. Da ist Langstreckenartillerie und die Moral, die schwindet stetig. Und jetzt sieht er hier wieder diese schöne Steuerung mit diesen Pfeilen. Die kann einem am Anfang ganz schön Probleme bereiten, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ja, genau. Und vor allen Dingen, wenn man dann die Einheiten zieht und dann oft, wenn die Einheit doch noch falsch zieht und dann rennt sie erst und dann soll sie eigentlich halten. Und das ist manchmal schwieriger als gedacht, sage ich mal. Ja, was schläfst du denn da noch? Du musst weg da. Lauf weg! Dankeschön. Ich versuche hier, das Seda im rechten Winkel zu formieren und ich versuche halt Pettigrew in Sicherheit zu bringen. Hier unten versucht er einen Gegenangriff. Er hat also erkannt, konzentriert hier im Süden sehr, sehr starkes Artilleriefeuer. Da komme ich so nicht durch. Man sieht ja, seine Batterien, die sind von der Mannstärke her viel besser ausgestattet als die des Südens. Auch wenn ich jetzt Artillerieverstärkung aufs Feld kriege gleich. Genauer gesagt jetzt. Jetzt ist sie da. Aber damit gewinne ich jetzt auch keinen Blumentopf mit der Artillerieverstärkung. Ich muss wirklich hier umsichtig vorgehen, wenn ich hier auch siegreich vom Schlachtfeld gehen will. Vor allem muss ich die größeren Brigaden, die muss ich schonen. So, wollen wir mal gucken, wie das ganze Schlacht sich diesmal behält. Ihr seid mal ein bisschen halten. Ja, die Moral von Pettigrew ist komplett zusammengebrochen. Das war klar, dass das passieren würde. Muss ja einfach so sein jetzt. Was soll ich sagen? Ich kann nur sagen, wir halten die nördlichen Höhenzüge. Da kommen wir auch nicht mehr ran. Du hast jetzt mit Cutler einen Gegenangriff versucht. Es ist mir nicht verborgen geblieben, mein gefiederter Freund. So, meine Iron Brigade steht noch ziemlich offensiv. Mal gucken, ob die gleich weit zurückgeht. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Für was? Wer weiß? Es ist niemals der richtige Zeitpunkt dafür. Niemals. Aber ich will dich auch heiraten. Ja, oh jetzt mein ist Gott, die, jetzt das wird eine Ehe. Ja, eine richtige Gamer-Ehe. Mhm. Wir werden auf jeden Fall Nur Pizza und ja, ne? Also wir werden gewisse Lieferservice werden wir zu Millionären machen. Mhm. Und der Gaming-Branche ganz viel Geld in den Hals reinwerfen. Mehr als wir eigentlich haben. Werden uns verschulden, dann muss ich die erste Hypothek aufnehmen, dann kommt Lavan an und sagt, mein Gott, was hast du getan? Genau. Und dann ich kann meine Brillantohrringe nicht mehr tragen. Genau. Nee, dann kaufe ich mir noch ein schönes Kleidchen. Ja, so ein Tütü, wie fürs Ballett. Ja. Und eine Prinzessin-Krone, die muss dann aber auch sein. Hör mal. Mhm. Also ein richtig schöner, ich kann im Süden nicht durchbrechen. Du Arsch, du hältst mich hier mit deiner Artillerie ganz schön in Schach im Süden. Das ist genau der Siegpunkt, auf den ich es abgesehen habe. Und diesmal haben wir ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Ja, ich kann muss man hier sagen. Ich kann hier so nicht durchbrechen. Ich kann einfach so kann ich nicht durchbrechen. Meine Güte. Also die Moral von meiner südlichen Brigade von Pettigrew, die hat mehr Lecks als die irakische Marine, glaub's mir. Ja, so ungefähr. Aber dafür im Norden, so langsam, da ist einfach eine stärkere Truppenstärke von dir. Aber tja, halt, das ist ganz gut. Das glaubt er, Leute. Zwinker, zwinker.
Ja, es sind schon mehr Mann, kann man sagen. Ich könnte das jetzt natürlich auch einfach nur sagen, weil ich will, dass er in eine Falle rennt. Dann haben wir die klassische Szene aus Star Wars. Seine Falle! Ja, ja. Genau. Du brauchst noch einen Fischkopf. Ja. Du, ich sag ja einmal, der heißt ja eigentlich Akbar, ja? Ja. Ich dachte als Kind immer, der hieß Akbar. Würde auch besser passen. So. So. Weißt du, wenn er noch so ein Aluhut heißt, dann heißt er nämlich Alu Akbar. Okay, ja, der war mies. Du, dann würden auf einmal ganz viele Salafisten, die würden Star Wars mögen. Mhm. Nur wegen Admiral Alu Akbar. Genau. Der. Ich glaube, dann wird das sogar erstmals, ohne jetzt irgendwie rassistisch zu sein, aber ich glaube, dann wird Star Wars, es gibt ja nur eine Untertitelfassung fürs Arabische, dann wird ja auch ins Arabische vertont werden. Mhm. Dann wäre es interessant. Ich finde, Arabisch ist eine interessante Sprache jetzt. Wir reden gerade über alles Mögliche, ne? Das merken wir. Ja, wir reden auch über Spiel, ja. Genau, wir reden auch über Spiel, aber wir können auch ein bisschen über alles Mögliche quatschen, finde ich. Meine Iron Brigade könnte auch mal wieder zurück in den Kampf kommen. Dankeschön. Könnte sie. Wollen sie das? Oh, da hat er Biddle rangebracht. Da muss ich aufpassen jetzt. Jetzt wird's haarig. Hier im Süden sind ganz viele Infanteriebrigaden. Hinten, ihr seht da, er bringt da noch Bugtail rauf. Die haben sich alle wieder gesammelt und ich krieg natürlich Artillerie-Frontalfeuer ab, wo ich nur kann. Das ist eine ärgerliche Tatsache, der ich momentan aber nicht entgegenwirken kann. Ich muss warten, bis meine Verstärkungen eintreffen und die kommen auch so langsam. So. Hoff ich mal. Ich meine, es ist besser, langsam zu kommen als zu schnell. Das kann jeder Mann bestätigen. Mhm. Obwohl, naja. Hat auch seine Vorteile. Für den Mann. Ja. Kann weiter Fußball gucken. Davon sprach ich. Da bin ich ganz Egoist. Mhm. Boah, so. Jetzt sind aber mein Paul ist jetzt hier voll im Geschütz. Die waren. Ah ja, das war doof. Ja, ne? Kann man sagen. Ihr seht, das hat er jetzt versucht, aber ich habe hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe 10 Batterien hier oben im Zentrum stehen. Da kann er natürlich nicht so einfach rankommen, wie er möchte. Aber die Brigade von Davis hat schon ganz schön viele Verluste. Ihr seht, die hat schon 963 Mann verloren, aber 1700 Unionisten, Nordstaatler, getötet haben, wa? Und jetzt kriege ich hier oben Flankenfeuer. Jetzt kriege ich das Flankenfeuer. Jetzt kriege ich es wirklich. So, jetzt geht das Ganze langsam immer in die, wird immer roter, die Liste. Aber es geht mir auch gerade darum, das nur zu halten, ehrlich gesagt. Aber man sieht hier, Baxter flieht langsam, bricht ein. Cutler zeigt das auch. Ich hoffe, es passiert nicht so wie letztes Mal. Weil letztes Mal war wirklich so, dass alle weiß waren auf einmal. Jetzt muss ich klug vorgehen, sag ich mal. Ja, man sieht ja also vor allem in dieser Senke, hier an der mittleren Straße, an der Eisenbahnlinie, an der nicht fertiggestellten, zwischen Oak Ridge und Seminary Ridge, die ganzen toten Blauröcke, die sind halt eben hier oben, habe ich mit den Brigaden im rechten Winkel formiert, die sind genau da reingelaufen, wo das eine frontal feuern und die andere halt eben alle Flankenangriffe abwehren kann. Meine Scharfschützen musste ich leider komplett aus der Schlacht rausziehen. Mhm. So, mal gucken, wie sich das noch... Also hier wird kräftig gefeuert. Das ist schon eine ausgewogene Schlacht. Ja. Bis jetzt auf jeden Fall mal. Vor allem gelingt Lavan jetzt das, was der Union eigentlich am ersten Tag auch gelungen ist. Die nördlichen Höhenzüge hatten die Konföderierten, also Oak Ridge oder Oak Hill, sehr schnell eingenommen. Bei Seminary Ridge, und genau darum geht es uns jetzt, Seminary Ridge, da wurden sie schon aufgehalten. Und ihr seht, wir werden gerade ganz gut hier aufgehalten. Die Union hat eigentlich nur genug Zeit gebraucht, die Hügel südlich der Stadt zu besetzen. Darum ging es. Und die Strategie ist auch aufgegangen, wie man weiß. Ja. Gibt auch einen sehr guten Film zu. Kann ich nur empfehlen. Ja, ja. Oh mein Gott, ein Product Placement. Er hat's getan. Ja, steinigt mich, tötet mich. Ich sag den Namen nicht. Könnt ihr euch sicher denken. Film kannst du doch nennen. Ist doch einfach nur ein Filmtipp. Der heißt nur Gettysburg. Ja, ja, wenn er nicht gerade aus Wanne-Eickel kommt, dann wisst ihr, was das heißt. So. Ich weiß, woher du das mit Wanne-Eickel hast. Ich weiß es einfach. Das war ein Insider, der musste aber sein. Für unseren guten Freund den Eugen und die Gertrude, die jetzt zuschauen. Das mit, dem schönen Bier und den Chips, ja. Vergiss nicht den blauen Trainingsanzug und das billige Aftershave vom Lidl, aus dem Lidl.
Warum stehen die eigentlich so komisch? Ja gut, ja. Und die stehen alle so krumm. Ja. Die stehen alle so krumm. Findest du? Ja. Ja, ich habe hier oben auch keine ordentliche Formation jetzt im Moment hinbekommen, aber darauf kommt es mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht an. Ich habe frische Brigaden bekommen. Hm. Ja, ich auch. So, ich glaube, da kriegt man so relativ gleichzeitig Verstärkung. Ja, so war es auch. Die waren fast zeitgleich auf dem Feld. Die Union mit etwas Verzögerung im Vergleich zu den Konföderierten, aber die Union konnte halt eben mehr Truppen aufs Feld bringen. Also während der Schlacht. Die Konföderierten nur am Anfang der Schlacht waren die zahlenmäßig überlegen. Nur am Anfang. Am zweiten Tag sah es dann ganz anders aus, weil die über Nacht die ganzen Truppen raufbringen konnten. So, mal gucken, was hier noch passiert. Nee, ich sag's dir. Das sieht heftig aus, das seht ihr ja. Also hier im Zentrum, erstmal seht ihr hier oben und hier im Mittelabschnitt ganz viele graue Leichen, also Konföderierte. Und hier auf den Hügeln, ihr seht, er versucht, die verbissen zu halten. Da türmen sich die blauen Leichen, wie Berge. Mhm. Aber ich werde jetzt versuchen, mit meinen drei Brigaden seine südliche Flanke zu crushen. Ich befehle den Vormarsch. Muss natürlich bei der Artillerie, der da hinten noch stehen hat, sehr große Verluste einkalkulieren. Die habe ich aber auch einkalkuliert. Und im Zweifelsfall, beim Schach fallen die Bauern immer zuerst. Genau. Das ist eigentlich ein Spruch, man sieht schon, jetzt rennen die hier ziemlich hart an. Jetzt muss ich ganz schnell Leute hinschicken. Aber man sieht, da kommt... So langsam kommt mal mein Mann daran. Damit habe ich nämlich... auch mehr oder weniger gerechnet. Lassen wir ihn mal rankommen, sag ich mal. Da stehen die nächsten Leute bereit. Und Davis, die rennen auch nur hin und her, habe ich das Gefühl. So wirklich gerade stehen die da jetzt auch nicht, ne? Nee, der hat auch im Moment gar kein klares Ziel, aber das werde ich mir jetzt mal geben. Du hast mich gerade auf einen Fehler hingewiesen, vielen Dank. Nee, ich dachte, die rannten aber gerade immer zu meinen anderen hin und wieder zurück. Ich dachte, was machen die denn da? Also eins habe ich wirklich aus der Biografie von Napoleon gelernt. Hindere einen Feind nie daran, einen Fehler zu machen. Das wären schlechte Manieren. Mhm. Das hat er gesagt. Ah, hier sind ja noch mehr. Da ist jetzt Ames Brigade ist eingetroffen. Die ist aber frisch eingetroffen. Die war vorher noch nicht da, aber die wird jetzt frontal beschossen und von Perry noch im Norden, der relativ frisch ist, unter Flankenfeuer genommen. Das sieht nicht schlecht aus. Da stehen noch immer Paul und Cutler. Die mich versuchen aufzuhalten und Cutler ist mir hier oben im Weg. Deshalb habe ich Scales dahin beordert. Und ich habe auch, ja, Cutler habe ich in die Flucht geschlagen. Aber auch in seinem Zentrum, da sieht es auch nicht so ganz gut aus, nicht mehr auf jeden Fall. Das sah schon mal besser aus. Ja, so langsam teilt sich das, trennt sich hier die Spreu vom Weizen. Aber es ist eine ganz andere strategische Situation, als wir es beim letzten Mal hatten, der gute Lavan und ich. Das war ganz klar. Das war von Anfang an klar. Hier muss ich jetzt wirklich heftig kämpfen, heftig Druck machen, damit ich diesen südlichen Höhenzug einnehmen kann. Aber man merkt, Lavan hat auf jeden Fall geübt. Der mag das Spiel auch. Ja. Ich finde, es ist wirklich ein nettes kleines Echtzeitstrategiespiel, taktischer und strategischer Natur, das für ein bisschen Abwechslung sorgt, ja? Mhm. So, jetzt so langsam, man merkt, er will jetzt. So, ja. Jetzt so langsam muss er auch. Da, denn sie will ja. Ja. Langsam muss er auch. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich hier genau mache. Wie ich ihn da noch wegkriege irgendwie. Und einfach nur probiere, meine Einheiten hier zu halten, die. So, ihr könnt auch mal hier dahinter kommen. Jetzt. Gut, dass es keine große Artilleriegeschütze gibt. Sonst müsstest du jetzt einmal hier eine Bombe reinwerfen und alle werden. Nee, weg. Die dicke Bertha, die Erfindung der dicken Bertha ist noch ein bisschen in der Zukunft, aber ich weiß nicht. Genau. So ungefähr sieht das nämlich gerade aus, was sich das jetzt alles pulkt. Aber man sieht, der Hügel fällt. Wir könnten fragen, vielleicht besorgt er dir ja eine. Der Hügel fällt. Das ist nicht gut. Das war auch nicht so gedacht. So, könnt ihr jetzt... Da wird der Marty McFly auch nichts mehr nützen. Mhm. So. Meine Einheiten sind mal wieder alle so irgendwie auf dem Run, sage ich mal. Die kommen an und werden direkt wieder weggeschossen.
So, und wir gewinnen Boden. Wir gewinnen Boden, langsam aber stetig. Das, er sieht das wahrscheinlich jetzt aus seiner Sicht. Er sieht eine riesige graue Wand auf sich zukommen momentan. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass es noch ein bisschen länger halten kann. Aber rein theoretisch ist die Schlacht ja auch gleich zu Ende. Ja, rein theoretisch ist sie gleich zu Ende. Das seht ihr hier, Battle Delayed. Mal gucken, was jetzt... Jetzt müsste er wahrscheinlich gleich noch einnehmen, den Punkt, würde ich sagen. Sonst, oder kann es mir gelingen? Nee, im Süden sind auch immer sehr, sehr starke Verbände von ihm. Da muss ich wirklich aufpassen. Ich weiß, hier sind ja auch noch starke Truppen. Aber ich hätte jetzt gedacht, ob du jetzt noch den Hügel einnehmen musst oder die ist, ob die eh gleich zu Ende ist. Ich glaube, so um 13 Uhr oder so. Die wird nachher enden. Also ein paar Minuten dauert das auf jeden Fall noch. Das sieht man hier in der Mitte an der Anzeige. Und oben rechts im Übrigen können das Kräfteverhältnis sehen, wie es momentan ist, von den Siegbedingungen her. Finde ich ganz nettes Gimmick, das man hier mitgeliefert bekommen hat. Und hier unten bei den Einheiten sieht er halt eben die Kills. Das ist hier bei diesem Schützensymbol, bei diesem Ziel, bei diesem, wie nennt man das auf Deutsch? Ich kenn's nur auf Englisch. Kills, Statistik oder was? Tötungsstatistik oder wie viel? Ja, genau, nee, hat. dieses Zielfernrohr. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ich weiß nicht, dann sieht man, wie viele die Brigade auf jeden Fall vom Feind getötet hat. Ja, das ist ein, das ist, weiß nicht, so ein Punkt, Laserpunkt, Laser. Ja, aber es ist ja nicht keine modernen Waffen, ist es. Es ist ein Ziel, es ist eigentlich Zielfernrohr, oder? Es ist ein Zielfernrohr und nebendran halt eben die Totenköpfe, das sind die Anzahl eurer erlittenen Verluste. So, es geht nicht. So, er versucht tatsächlich in den Nahkampf zu gehen, ich fasse es nicht. Ich versuche zu halten. Und versuch weiter zu pressen. So. Also ihr seht, ich bewege hier alle vier Brigaden, die im Norden waren, auch wenn die jetzt relativ ausgedünnt sind. Jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Ich komme nämlich von beiden Seiten zugeschossen. Und ich habe keine Truppen mehr, um wirklich ihn da nochmal zu flankieren, was ich ja oftmals mache. Aber Archer hat an die Flucht geschlagen, sehe ich gerade. Archer rennt, aber gut, ist verständlich. Archer war eine sehr kleine Brigade. Archer hat 557 Mann verloren. Also, der hat mehr als die Hälfte seiner Truppen verloren in dieser Schlacht. Davis allerdings auch. Der ist mit über 2000 Mann gestartet. Das sieht jetzt nicht mehr so rosig für Davis aus. Das ist schon... Also, einige sind gefallen. Haltet mal hier. Was auch wissen müsst, wenn es ein Singleplayer-Spielen ist, das ist eine zusammenhängende Kampagne. Also ihr übernehmt die Verluste, die ihr in einer Schlacht erleidet, mit in die nächste. Das ist dem Realismus geschuldet. Finde ich auch sehr in Ordnung. Ist jetzt bei dieser Schlacht noch nicht, weil wir ja hier sozusagen die Schlachten erstmal so nacheinander spielen. Aber ganz am Ende wagen wir uns dann zum Schluss noch dran. Und dann nehme ich die Verluste auch mit. Dann sollte ich hier ein bisschen besser abschneiden. Schneiden oder schneiden? Ich wollte schneiden sagen. Du kannst auch schneiden, wenn du beim China-Imbiss arbeitest. Ist das kein Problem. Ich muss ganz letzte abschneiden. Da geht alles gut. Das ist überhaupt kein Realismus. Das Leben ist hier ein Kreis, verstehst du? Wer? Und das also lädt mir dann die ganzen Toten, ja, und dann fällt mir nur ein Lied ein, hier Circle of Life von Elton John. Ich bin doch irgendwie ein bisschen pervers manchmal, muss ich wirklich sagen. Ich dachte, wir werden alle sterben von Knokator, aber gut. Wenn du es kennst. Na gut, General Lee hat wenigstens gesagt, wie gut das Krieg so grausam ist, sonst würden wir noch Gefallen dran finden, der Oberbefehlshaber der Südstaatenarmee. Und da hat er auch recht gehabt. Ja, es ist. Der Hügel ist der Hügel schon eingenommen? Ich sehe es gar nicht, es sind so viele Truppen drauf. Ja, der Hügel ist eingenommen, aber Archer ist in Gänze geflohen, oder? Oh, da oben ist noch Artillerie angekommen. Meine Güte, ich habe vergessen, vier Batterien ranzuführen. Das seht ihr hier, liebe Freunde, aber was will ich mit denen jetzt noch? Ja, jetzt ist wahrscheinlich zu spät. Jetzt versuche ich hier nochmal. Ich kann mich eigentlich da vorne nicht mehr formieren. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Das ist leider nicht gelungen, die Hügel zu halten, sage ich mal. Alles, was restlich noch da ist, wird jetzt hier irgendwie noch probiert, in Stellung zu bringen. So, ich versuche mal, unsere Batterien wenigstens etwas an die Front zu ziehen. Aber jetzt sieht das Bild sehr ähnlich der letzten Schlacht aus. Aber das war deutlich früher letztes Mal. Ja, definitiv deutlich früher. Und du hast dich diesmal auch verbissen verteidigt. Wirklich, richtig verbissen verteidigt. Und vor allem hast... Ja, ich merke halt eben, du... Die Grundmechaniken, die beherrschst du viel besser. Auch das Manövrieren und so. Mhm. Und wenn man mal ein Grundverständnis hierfür hat, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Es ist halt gut ausbalanciert, das Spiel. Das muss man ganz einfach sagen. Es kommt auch auf die taktischen Optionen an. Es kommt auf das Gelände an. Und es ist ja vom Schöpfer der Darth Mod für Empire und Napoleon Total War.
vielleicht genau. Das mal zu erklären, der war ja sehr beleidigt, als er keinen Modding Award bekommen hat, also von Total War, nicht mal zu den Modding Awards von Total War von der Creative Assembly eingeladen wurde, obwohl er wirklich die wegweisendsten Balancing-Mods gemacht hat, die es für das Spiel gibt. Und da hat er gedacht, ja, ich scheiß was auf eure Meinung, ich mache mein eigenes Game, und da hat er Ultimate General Gettysburg mit dem ukrainischen Studio zusammen entwickelt. Genau, also das ist aber, das Spiel macht echt Spaß, und du hattest ja gesagt, glaube ich, in der letzten Aufnahme hatten wir auch übergesprochen. In der letzten Aufnahme, die ihr nie sehen werdet, aber in der letzten Aufnahme, oh, es ist vorbei. Oh, es ist vorbei. Was sagt denn der, aber ich habe wieder so fast genauso viel verloren wie letztes Mal. So ja, wieder über 7000 Mann. Aber schau mal, ich hatte letztes Mal deutlich weniger Verluste, ich hatte 1000 noch was. Mhm. Jetzt habe ich 4585. Also schon ordentlich. Das ist schon anders gewesen. Aber wie gesagt, ich habe trotzdem leider wieder nicht geschafft, den Hügel zu halten. Ist aber auch schwer gegen diese Truppen, die da einen anrennen. Und wenn du dann irgendwann geht dann den Nahkampfangriff und dann stehst du da mit deinen letzten Truppen. Was soll ich denn machen? Und wenn du halt, was der Laban früher noch sagen wollte, genau, und es ist ein Gerücht im Umlauf, ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dass im Waterloo, Ultimate General Waterloo kommen soll. Das wäre auch sehr interessant. Das wäre sehr interessant. Also hätte man dann die Preußen, die Engländer, die eigentlich fast die Russen gegen Frankreich. Ja, die Russen waren ja gar nicht. Die Russen waren nicht dabei, ne? Ich habe überlegt, ob die Russen dabei waren. Auf Seiten der Engländer haben noch die Braunschweiger gekämpft, aber ich meine, die kennst du ja vom Fußball, das ist ja. Mhm. Naja. Ich weiß mal, was man von denen halten soll. Also. Ich als 96 Fan enthalte mich eurer Meinung, ihr könnt es verstecken. Dankeschön. Ja, aber kommen wir jetzt wirklich mal zu. Ich möchte mich nicht mal Braunschweiger an Unbeliebtes, zumal Gronkh auch Braunschweiger ist und den mag ich sehr gerne. Nun ja, das wird er garantiert nicht hören. So. Also, kommen wir mal zur Statistik. Man sieht hier also, den Südstaaten ist gelungen, die wichtigen Punkte einzunehmen. Das gab uns nochmal Siegpunkte. Ja. Wir haben halt Verluste gemacht. Das wird halt mit den Siegpunkten aufgerechnet. Er konnte nichts halten, aber er hat diesmal wirklich deutlich mehr meiner Leute auf dem Gewissen als das letzte Mal. Da war es relativ eindeutig. Das waren 1000 Mann Verluste und er hat sogar über 8000 Verluste gehabt. Diesmal hat es sich möglichst gering gehalten. Und wir schauen uns jetzt ganz einfach mal noch kurz die Statistik an. Ich bin auch gerade schon wer drin, am meisten verloren hat, wer am meisten Kills hat. Also tatsächlich, ich hätte gedacht, das wäre eine Unionsbrigade. Aber jetzt halte ich fest, mein guter Freund, ja? Ja. Davis Brigade, ne? Mhm. Hat am Anfang ist eine konföderierte Brigade, am Anfang 2200 Mann ins Feld geführt. Das war ja meine stärkste Brigade zu Beginn auf dem Feld. Ja. Die hat 1258 Mann verloren. Das ist krass, aber sie hat 2100 getötet. Und 2101, genau. Das ist schon. Und man sieht auch die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Truppen waren alle von Südstaaten. Und danach kommen erst meine die. Und vor allen Dingen danach kommen meine Batteries. Die haben ordentlich reingehauen. Die Brigaden waren gar nicht so effektiv. Die Batteries, meine Geschütze, die haben ordentlich was gemacht. Ja, das stimmt. Die Südstaaten-Batterien, die haben eher weniger Schaden zugefügt. Die haben auch natürlich von der Ausrüstung sind die auch schlechter ausgestattet. Die Union hat bessere Langlaufgeschütze gehabt. Das wäre historisch tatsächlich so. Aber man sieht ja vor allem die Brigaden. Meine beiden Brigaden, die ich von Anfang an ins Feld geschickt habe, das waren Davis und Archer. Ja? Archer ist ja komplett geflohen. Die haben ordentlich verloren. Und natürlich auch die Brigaden, die er zu Anfang dann ins Feld schicken konnte. Weniger seine Scharfschützen als die Brigaden, wie zum Beispiel Paul, die Iron Brigade oder Cutler oder Bucktail. Ne? Das sieht man ganz deutlich. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, aber das war unsere erste Runde von Let's Fight Ultimate General auf meinem Kanal, wie gesagt, auf Südstaaten-Sicht und auf Labans Kanal aus Nordstaaten-Sicht. Einmal pro Woche wird es zu sehen sein. Genau. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn das Projekt weiterverfolgt, wenn er vielleicht bei dem einen oder anderen von uns mal auf dem Kanal vorbeischaut, auch auf unserem Gemeinschaftskanal, auf unserem Milestones of Gaming-Kanal, wo wir die Rollenspiele vom Feinsten für euch Let's Playen. Der Laban spielt dort Gothic 3, um es nur nochmal zu sagen. Und ich momentan The Witcher 3 Wild Hunt und die Elder Scrolls 4 Oblivion. Zu uns stoßen wird dann noch ein anderer Freund, nämlich Friedrich der Große. Und der wird dort halt eben Titan Quest Immortal Throne zum Besten geben. Nicht wahr? Genau, da freu ich mich schon drauf. Mal gucken, was, und vielleicht auch könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das Ganze fandet. Und könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ich falsch gemacht habe. Danke. Genau, also wir sind die Experten des Spiels können mir mal schöne 10 Zeiler reinzusetzen. Du bist doof, was kannst du eigentlich? Nein, war ein Witz. war am besten Kritik, normale, vernünftige Kritik. Aber ich glaube, jeder versteht, was ich jeder normal denkende Mensch weiß, was vernünftige Kritik ist. Ganz genau. Also nicht beleidigend werden oder sonst was.
Genau. Es kommt immer drauf an, wie es formuliert ist. Der Ton macht bekanntlich die Musik. Aber wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da, ein Abo oder einen netten Comment. Wir freuen uns auf über jeden Comment, das wisst ihr ja. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit von der Partie hier zu Let's Play oder Let's Fight Ultimate General Gettysburg mit dem Lavan und mit mir. Und ich würde sagen, wir verabscheuen uns jetzt erstmal, aber ganz gewaltig, ne? Hast du gerade verabschieden oder verabscheuen gesagt? Ich habe absichtlich verabscheuen gesagt. Ah, okay. Dann war das ein Gag, den ich nicht kapiert habe. Du kennst Bodo Bach, oder? Bodo Bach kenne ich, habe ich aber nie so weit geguckt. Das war so ein Telefonscherz-Typi. Ist schon ein bisschen länger her. Der hat zum Ende von jedem Gespräch gesagt, ich verabscheue mich. Daher habe ich das, aber egal. Ah, okay. Statt ich verabschiede mich. Aber gut, dafür bist du zu jung, ich bin dafür zu alt. Naja, ich kenne noch, Paul Panzer. Aber jetzt, lass uns nicht noch 10 Stunden besprechen, sonst vergrauen wir auch noch alle Leute. Macht's gut. Wir sagen Tschüssikowski, fahren zurück nach Wanne-Eickel und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ciao. Mal wieder so ein...